Wir machen so lecker Eidechsen-Schwanzsüppchen. Lecker. Lecker, lecker. Tonight I dine on lizard soup. Ja, eigentlich war der Spruch ja immer Tonight I dine on turtle soup. Das hat Shredder immer gesagt. Okay. Ja, obwohl Turtles gibt's ja hier auch. Hatten wir ja auch schon. Na, das stimmt. Aber die kann man nicht essen. Zu Grunds habe ich noch nicht rausgefunden, wie. Nee, es. Aber nochmal zu diesem Mythos von dem 17. Koloss. Haben die dazu noch irgendwas gesagt? Ja, das ist alles Fiktion. Also das kam eigentlich hauptsächlich daher, weil es gibt eine Shadow of the Colossus Fanseite, wo einige das Spiel gehackt haben und dort einige nicht verwendete Texturen von diesen Kolossen, von diesen 24 Kolossen, ne, wurden einige Texturen im Code des Spiels irgendwo entdeckt und darauf hat man dann geschlossen, dass die vielleicht irgendwo im Spiel dann doch noch versteckt sind. Ja. Aber der Ueda hat auch schon, also der hat sie, als man ihn damit konfrontiert hat, dass jemand das Spiel gehackt hat, hat er gesagt, dass wenn jemand so das Spiel auseinander nimmt, was eigentlich ja nicht ganz legal ist, dann bezieht er dazu keine Stellung. Aber er hat auch gesagt, dass also hat auch schon vorher mal gesagt, es war glaube ich dann im japanischen Artbook von Shadow of the Colossus stand das drin, dass das kein versteckter Endgegner oder so in dem Spiel drin ist. Weil, ja, ich wollte jetzt auch nicht vorweggreifen, weil das ist auch mein Stand. Also ich habe da auch schon vom 17. Koloss gehört, also von dieser Legende, von diesem Mythos, dass es das geben soll. Aber ich meine auch gehört zu haben, dass das mehr oder weniger endgültig widerlegt wurde. Also sofern man das widerlegen kann. Also ist ja kein Gegenbeispiel gefunden worden, aber da muss man, glaube ich, der offiziellen Stimme da vertrauen, dass das da einfach nicht einfach Quatsch ist. Ja, genauso war es dann ja mit einem alternativen Ende. Weil der Fumitsu Ueda hat auch gesagt, dass er gerne, also er bereut das Ende dieses Spiels. Er hätte gerne ein anderes gehabt. Okay. Und ich habe die Eidechse da tatsächlich mit dem ersten Schuss erledigt. Ja, das sah auch eigentlich ganz gut aus. Jawohl, da hast du sie. Und als er das dann gesagt hat, kamen natürlich Gerüchte sofort auf. Man kann irgendwie bei der Endsequenz, ja, wir greifen jetzt so ein bisschen hier vorweg, aber man kann diesem Sog, sage ich jetzt mal, doch irgendwie entkommen, ohne jetzt zu viel davon vorwegzunehmen. Die es gespielt haben, wissen, was ich meine, und du, denke ich, auch. Ja, lassen wir das mal für später. Ja, aber find ich interessant, was du da sagst, bin mal gespannt. Aber ja, also er hat ja schon gesagt, also er hätte gern ein anderes Ende gehabt, aber es gibt halt kein anderes. Okay. Also da ist irgendwie nichts zu finden, aber das viele Fans suchen ja trotzdem immer noch verzweifelt nach dem letzten Strohhalm. Das ist ist ja nicht das einzige Spiel, wo es solche Mythen gibt und wo immer noch jahrelang gesucht wird. Anderes gutes Beispiel ist ja Mega Man 9 mit diesem versteckten Secret, was bis heute nicht gefunden worden ist, okay, wo Capcom ja immer noch einen sehr großen Hehl drum macht. Wenn ich kurz unterbrechen darf, da wo du gerade bist, die Bäume da, die sind sehr reichhaltig an Früchten, da erinnere ich mich noch dran, da gibt es ganz viel, aber die brauchst du ja nicht mehr. Ja, wir können ja trotzdem mal ein paar essen. Ja. Haben wir, glaube ich, noch gar nicht gemacht. Nö, genau, kannst du einfach mal ein, zwei da runterpflücken. Aber wenn ich mir auch die Karte hier so anschaue, kann ich, glaube ich, auch schon mal vorwegnehmen. Du musst jetzt auch nicht allzu viel Mühe machen, da jetzt großartig noch Eidechsen zu sammeln. Also eingetragen sind sie ja nicht. Wenn du eine findest, ist die hier nicht eingetragen. So. Lecker, lecker. Lecker, lecker. Guck mal hier, Eidechsensuppe mit, Eidechsenschwanzsuppe mit lecker Früchtchen. Hier gibt es nämlich echt super viele. Aber ich sehe, die Energieanzeige müsste sich ja jetzt eigentlich erhöhen, aber die ist ja echt schon maximiert. Ja, ich habe auch schon, warum ich da so immer wieder sage, ich habe schon die Trophäe gekriegt dafür, dass die Energieleiste das Maximum erreicht hat. Okay. Deswegen, schwarze Eidechsen. Ja, die sind alle schwarz. Ah, shit, da ist der Boss, das war sie schon da, aber ist nämlich der See. Was willst du jetzt machen? Ja, eigentlich. Die nächste Eidechse ist weit weg.
Ja, ich will eigentlich, ja, kommen wir jetzt immer noch nicht dazu, das Land hier unten zu erkunden. Dann, Ja, da haben wir noch Zeit genug für. ja gut, okay, gehen wir zum nächsten. Ja, Gehen wir zum nächsten und hängen an der Wand fest und sagen tausendmal, ja. So, da hier wieder Wasser ist, können wir unseren Kumpel Agro leider nicht mitnehmen. So, sieht doch höchst nicht so einladend aus. ziemlich unheimlich die Ecke, finde ich. Kann man auch noch spekulieren, was das mal gewesen sein soll für ein Gebäude oder für eine Anlage. Vielleicht ein Tempel oder so. Ja. Auf jeden Fall ist jetzt geflutet. Schon mal ein kleiner Vorgeschmack auf Auf unser die Höhe. ultimatives Ziel. Ja. Man begibt sich in luftige Höhen. Genau. Cutscene. Das ist jetzt, glaube ich, hier gibt es sogar keine so eine Vor-Cutscene, sage ich jetzt mal. Hier wird einem leicht unser Gegner gezeigt. Ein riesiger Steinvogel. Oder was auch immer. Ja. Ja, sieht schon mächtig aus, das Ding. Erinnert mich sehr stark an diesen riesigen Vogel aus Wind Waker. Habe ich ja nie gespielt. Ach so. Ja, aber dann halt auch wieder die Leute, die es gespielt haben, wissen sicherlich, was ich meine. Den sieht man ja schon ganz am Anfang des Spiels. So, jetzt mal überlegen, wie geht das? Weißt du noch? Ja, ich weiß es noch. Wir müssen ihn auf uns zufliegen lassen und dann muss man an ihn dran springen. Das weiß ich Genau. noch. Wir Da müssen gibt es so ein ihn paar. noch den richtigen Spot quasi dafür finden. Da gibt es so ein paar ganz bestimmte, die da im Wasser aus dem Wasser ragen. Aber da hinten, guck mal, da sieht man die Silhouette von diesem fetten Vogel. Sieht so aus, als würde er einen ständig beobachten. Ja. Tut er wahrscheinlich auch. Ja. Seinem Blick entgeht nichts. Müsste es aber nicht mehr allzu weit sein. Mich zieht es ein bisschen mehr nach rechts, muss ich sagen. Ja. Ja. Meinst du da in diesem. Ja gut, In der. okay, da unten In ist den. zumindest ein Eingang. Ja, in der Nähe dieses Eingangs müsste es sein. Da, wie gesagt, da sind müssten ein paar Plattformen sein, die da so flach aus dem Wasser kommen. Ja, das dachte ich eigentlich auch, deswegen wollte ich eigentlich eher hier hingehen, weil ich kann mich erinnern, dass ich. Da stand man auf jeden Fall immer so im Freien und da kam mir dann so direkt auf einen zugeflogen. Weil den hier kenn ich noch relativ gut, weil bei dem habe ich mir. Das war mit einer, bei dem ich am längsten gebraucht habe, irgendwie da was klar zu machen. Ja, da muss man echt erstmal drauf kommen. Hier, Ah die Dinger meine ich, die meine ich. ja, genau. So, jetzt ein bisschen provozieren mit dem Fall und Kann Bogen. man, muss man dazu nicht höher stehen? Das, Nee, weil nee, der nee. fliegt doch gar nicht so tief, Doch, oder? macht er. Ja? Ja. Der guckt einen direkt an, ne? Das da vorne ist. Das ist sein Schnabel quasi. Feuer. Mag er gar nicht. Nee. Und Tatsache, da. der fliegt sogar so tief. Und ich bin an der Oh, falschen schade. Stelle gesprungen. Schade. Ja, ich hätte weiter zu seinem Körper hin müssen. Warte mal, kommt er nochmal. Nee, Flügelseite war eigentlich schon richtig. Ich weiß gar nicht, ob das von da aus geht, oder? Geht das von da? Ah, Ja, doch, hast recht. natürlich. Jawohl, Da hatte der klar. gar kein Fell, wo ich vorher war. Stimmt. Ja, Also nur geil. seine Schwachstellen waren, glaube ich, ganz außen, ne? Genau. Wo auch sonst, man soll ja nicht zu einfach werden. Boah, das ist auch. Was für ein gigantischer Bosskampf. Eigentlich. Ja.
durch die Lüfte, hohe Geschwindigkeiten. Ich fühlte mich bei... Also allgemein fühlt man sich ja bei Castlevania Lords of Shadow an dieses Spiel erinnert, bei einigen Bosskämpfen. Aber ja. Ich fühlte mich beim dritten Titan sehr an diesen hier erinnert. Der dritte? Welcher war das nochmal? Diese riesige fliegende Schlange da. Ja, ja, stimmt. Ja, klar, natürlich. Ah ja, war schon stark inspiriert, kann man ja nicht sagen. Ja. Manche sagen auch frech geklaut. So weit würde ich gar nicht gehen. Ich glaube, das habe ich auch schon mal gesagt, dass ich dieses Spielprinzip ist ja relativ einzigartig hier bei Shadow of the Colossus. Und aber auch sehr gut. Deswegen fand ich es sehr schade, dass dieses Spielprinzip so wenig aufgegriffen wurde. Und deswegen fand ich es bei Lords of Shadow ziemlich gut, dass sie das gemacht haben. Mhm. Also mich hat es nicht gestört und ich fand es auch durchaus legitim, das so zu machen. Ich habe mir eher gedacht, endlich mal wieder ein Spiel, wo man halt so einen gigantischen Bosskampf so zermürben muss und eben die Schwachstellen halt kaputt macht. Ja, bei Lords of Shadow ist es ja fast ein bisschen einfacher, aber war ja fast nur mehr Klettern angesagt. Hier muss er ja noch so richtig geschickt rumlaufen. Ja, bei Lords of Shadow war es ja auch so, wenn du von einem runtergefallen bist, dann wird dir ja das. Also zum Beispiel beim Eistitan ist es ja so, wenn du den relativ stark geschwächt hast, du fällst komplett runter, dann werden ja einige Klettersequenzen dann stark abgekürzt. Ja, ja, ja. Ja, den Gefallen tut dir das Spiel ja nicht so. Ist auch gut so, weil hier sind diese Kämpfe ja auch der Hauptbestandteil. Ne? Und wenn du hier Scheiße baust, dann sollst du halt auch einen aufschlagen. Ja. Einen draufkriegen. Läuft aber gut im Moment, ne? Ja, es läuft sehr gut. Wir sind quasi im Lande am Flug. Oh, ich muss mich gerade mal recken und strecken. Schneller, schwimm schneller. Ich bin auch noch genau drauf zu. Ja. Ich verstecke mich unter Wasser, vielleicht finden sie mich dann nicht. Ach, verdammt. Oh nein, wir sind ertrunken. Wieder so ein leises Atmen oder Sprechen. Ja. Das war Nummer 5. Geht echt schnell. Ja. Ja, es kommen ja noch ein paar Brecher. Ja, in der Tat. Ein weiterer Götze bricht zusammen. Was sagt er zum Nächsten? Oh, erhabener Dormin, sprich zu mir. Was soll ich tun? Ach, das ist, glaube ich, der Bärtige, oder? Da, ja. Der Riese unter dem Tempel? Ja. Beim Barte des Propheten. Warte des Riesen. Das heißt, für euch, wir kommen immer noch nicht zu den Klippen hin, ne? Ne, das ist woanders. Aber wer weiß, vielleicht gibt es da noch ein paar Sachen zum Abholen. Ich glaube, ja, das war so hier in dieser Richtung. Ja.
Moment mal kurz, ich bin sofort wieder da, ich muss kurz hier Licht anmachen. Kleinen Moment, es wird gerade so dunkel. Düm, die düm, die düm. So, da bin ich wieder. Ich sitze gerade auf dem Balkon. Genieße noch die letzten Abend. Ja, das letzte Licht. Das letzte Abendmahl. Ah, das nicht ganz. Ich schaue derweil mal bei unserer Lieblingsklippe vorbei. Ja, ja. In der Hoffnung, vielleicht irgendwo eine einsame Eidechse hier herumstreuen zu finden. Ja, es nähert sich der Verdacht irgendwie, dass das alles nur ein Gerücht war oder ist. Weil ich mir das nicht vorstellen kann, warum macht man sich denn die Mühe, das in der Karte einzutragen? Ich weiß es nicht. Die müsste ja auch schon irgendwie hier oben rumkrabbeln, damit wir daraus überhaupt Kapital schlagen können. Ah. Wäre sonst nicht sehr hilfreich, wenn wir sie erlegen würden und sie würde hinabstürzen oder der leuchtende Schwanz würde da irgendwo an der Seite der Klippe festhängen. Ja, aber wir müssen es irgendwie sehen können. Naja, wer weiß, vielleicht sieht man die tatsächlich erst später. Gucken, was passiert, wenn man irgendwie... Sie erscheint nur, wenn man alle anderen Eidechsen zuvor gefunden hat, ne? Ja. Oder nur, wenn man 200 schwarze Eidechsen gefressen hat. Das wär's ja auch noch. Gibt's dafür auch eine Trophäe? Es gibt eine Trophäe, wenn du deine Ausdaueranzeige maximiert hast. Ja. Aber jetzt nicht für, keine Ahnung... Nee. Nee. So, auf in ein stilles Wäldchen. Aber wir könnten auch wieder ruhig ein paar Speicherpunkte in der Nähe sein. Ja, ein... Ich sehe es gerade nicht, ich putze gerade meine Brille. Du trägst deine Brille. Ja, So, wir nähern uns langsam den riesigen Klippen hier. Und da ist doch ein Speichertempel. Jo. Springen wir erfreut von unserem Pferd und suchen wir eine Eidechse. Fällt mir spontan an, wo es mindestens noch eine gibt. Da in der Nähe. Vielleicht wird es ja gleich noch jagen. Aber da müssten wir auch nochmal vorbeikommen, glaube ich, später. Kannst können du wir auch gerne, können wir gerne jetzt machen. Ich möchte so viel wie möglich. Ach, die olle Eidechse krabbelt da unten noch neben dem Tempel rum. Bam. Und vorbeigeschossen. Das ist noch schwerer zu kriegen. Man müsste Akku irgendwie bewegen, die Eidechse ein bisschen platt zu treten, ne? Zack, erwischt. Nee, jetzt gehe ich in den Nahkampf. Und mache Luftschläge. Also, ich mach ja gar nichts. Jetzt habe ich sie erwischt. Jawohl, sehr gut. Ja. Strecken wir siegreich lieber unser Schwert in die Luft, anstatt das Ding zu fressen. Und speichern wir nochmal siegreich. Ja, Mensch, Opti, da fällt mir doch ein ganz interessantes Thema ein, womit man dich mal nerven kann. ich ahne, woraus hinausläuft, aber nee, wie kommst du jetzt auf den, erzähl. Nee, es ist nur eine ganz leichte, es ist eine ganz leichte Frage. Nee, da du ja eigentlich in den meisten Fällen eher so der geneigtere PC-Spieler bist, welche von den drei aktuellen Konsolen würdest du dir jetzt im Moment am ehesten kaufen? Oh, du meinst jetzt Wii U, PS4 oder Xbox? Genau. Das ist eine sehr gute Frage. ganz schwer zu sagen. Stopp mal, geh mal nach links, wegen der zweiten Eidechse. Noch weiter? Ja,
Vom Schrein aus eigentlich eher geradeaus, bis schräg links. Da ist noch so eine kleine Lichtung oder Anhöhung vielmehr. Geradeaus. Da siehst du die eigentlich schon. Das müsste die an. Links. Da, wo es hell ist, links. Hier oder den? Nee, links, weiter links. Da. Da müsstest du jetzt rechts runter können, glaube ich. Hier meinst du? Ja. Da ist nämlich ein Baum, kannst du Früchte jagen und da krabbelt auch unten. Ja, ich sehe sie da hinten sogar. Ich sehe da sowas Weißes aufleuchten. Da musst du ein bisschen aufpassen, sonst fällt die runter. Das hatte ich auch schon gehabt, glaube ich. Weil da geht's tief runter, aber macht nichts. Du kannst runterfallen, das überlebst du und kannst ja unten schnupfen. Welche würde ich mal holen? Es gibt auf jeden Fall ein paar Wii-Titel, die mich sehr interessieren. Und da die Wii U ja also schon abwärtskompatibel ist, wäre das auf jeden Fall lohnenswert für mich, weil ich auch keine Wii besitze. Ansonsten bin ich eher, glaube ich, auf der PlayStation-Fraktion. Also